Das Deutschlandticket hat den Tarifdschungel im öffentlichen Nahverkehr ja etwas gelichtet. Aber was ist mit den Leuten, für die sich das 49-Euro-Ticket einfach nicht lohnt? Gelegenheitsfahrer, die spontan in einen Bus oder in die Bahn einsteigen möchten. Für diese Teilzeitpendler gibt es in München jetzt ein neues Pilotprojekt. Was der Fahrgast dafür braucht? Nur sein Handy, eine App und ein gutes Gedächtnis. Nur ein Wisch, dann kann die Fahrt starten. Rein in die Bahn bis zum gewünschten Ziel, nach dem Aussteigen dann nochmal swipen, fertig. Es kann so einfach sein. Swipe and Ride, so heißt das Pilotprojekt des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes. Der Slogan, nur zahlen, was man wirklich fährt. Denn die App berechnet immer den genauen Preis für die individuelle Fahrstrecke. Der Hauptvorteil ist, dass ich mir keine Gedanken mehr um den dahinterliegenden Tarif machen muss. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken über Zonen, Ringe oder Waben machen. Ich kann einfach einchecken, fahren, auschecken und das System errechnet immer den richtigen Preis im Hintergrund und ich habe meinen Fahrschein immer in der Hosentasche. Besonders spontane Gelegenheitsfahrer sollen davon profitieren, also die, für die sich beispielsweise das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat nicht lohnen würde. Also ich glaube, ich würde das schon nutzen. Ich finde es auch eigentlich ganz gut. Also ich habe tatsächlich da auch schon mal gesagt, dass das eigentlich eine coole Idee wäre. Ich finde sowieso, dass öffentlicher Nahverkehr eine tolle Sache ist. Und deswegen, also je günstiger und je angepasster ans eigene Fahrverhalten, umso besser. Und sollte man das Auschecken mal vergessen, merkt die App an der verringerten Bewegungsgeschwindigkeit des Nutzers, dass man sich nicht mehr in der Bahn befindet und erinnert den Fahrgast daran, die Reise in der App abzuschließen. Gute Sache, sagt der Fahrgastverband Pro Bahn, aber... Da muss man dann halt schon ein bisschen aufpassen. Wenn man zum Beispiel aus dem Bus aussteigt, dann mit dem Pkw abgeholt wird und mit dem Pkw weiterfährt, dann bleibt die Geschwindigkeit natürlich gleich und dann kann das System es nur schwer erkennen, dass man nicht mehr mit dem öffentlichen Personenverkehr unterwegs ist, vor allen Dingen, wenn man ein Stück die gleiche Strecke fährt. Aber im Großen und Ganzen, wenn man ein bisschen aufpasst, kann eigentlich nicht viel passieren. Also dann flexible Fahrt für alle. Das Pilotprojekt soll im Laufe des nächsten Jahres regulär an den Start gehen, damit jeder in München seinen ganz individuellen Fahrpreis selbst in der Hand hat.